So wie es aussieht, gibt es da jemanden, der uns nicht zum 5. Level durchlassen möchte. Gumba. Er möchte kämpfen. Okidoki, Gumba. Dann kannst du was erleben. Gut, wie machen wir das am besten? Wir müssen hier diese Toad-Stempeln einsammeln. Och nö, am liebsten würde ich schon alle Gumbas, während ich in der Luft bin, treffen, damit ich noch einen One-Up mitnehmen könnte. Aber was soll's. Die Gumbas muss man jetzt nicht unbedingt besiegen. Es reicht, wenn man die Toad-Stempeln einsammelt. Und was erhalten wir? Erstmal befreien wir Toad. Und dieser Toad beschenkt uns mit 3 Pilzen. Das war's mit dir, Gumba. So, von hier aus haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können direkt mit dem 6. Level loslegen oder wir legen direkt mit dem 5. Level los. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit dem 5. Level loslegen. Und das Toadhaus besuchen wir dann nach diesem Level. Ich hab Bock zu zocken. Dieser Level ist ein Pilzlevel. Ach ja, ich liebe Pilze. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer Spaß, wenn ich Pilze esse. Ohne Witz jetzt. Ich weiß, der eine oder andere würde jetzt sagen, Pilze schmecken doch gar nicht. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen. Es gibt Sachen, die isst man und man hat einfach nur Spaß daran. Die erste Sternmünze ist richtig dreist versteckt. Die ist hier. Ach was, ich brauche gar nicht den Propellerpilz. Ich dachte, ich brauche unbedingt den Propellerpilz, um diesen Bereich zu erreichen. Wir brauchen unbedingt diese Ranke, damit wir diesen versteckten Raum erreichen können. Und da ist die Sternmünze. Am besten macht man das auch so, anders geht's nicht. Ich zeige euch mal gleich warum. Hättet ihr von hier aus versucht, die Sternmünze zu bekommen, so würden unsichtbare Blöcke auftauchen. Und darauf habt ihr bestimmt keinen Bock. Wollt ihr wissen, was sich in den Blöcken befinden? Okay, ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Oh nee, ey. Nur Münzen. Nur Münzen. Keine Power-Ups. Aber die Münzen sind auch nice. Wisst ihr, ich habe neulich auf Twitch New Super Mario Bros. U gezockt. Und da ist mir wiederum etwas aufgefallen. Klar, die Grafik ist ganz anders. Darüber müssen wir nicht reden. Aber die Level in New Super Mario Bros. U haben einen Namen. Und in diesem Spiel haben die Level keinen Namen. Ich meine, in der Super Mario Bros. Serie war das ja auch so, wenn ich mich zu Recht erinnern tue. In Super Mario World hatten die Level. Oh nee, da ist ja eine Sternmünze. In Super Mario World hatten ja die Level einen Namen. Und ich frage mich, ob man hier... Hör auf jetzt! In Super Mario Bros. In New Super Mario Bros. Für den DS und für den New Super Mario Bros. B. eine Ausnahme gemacht haben, ein auf ja nostalgische Gefühle und so. Damals hatten die Leveln aus diesen Spielen auch keine Namen. Aber in New Super Mario Bros. U wurde das, so wie es aussieht, geändert. Auch nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, also mich stört das, um ehrlich zu sein, nicht, wenn die Level keine Namen haben. Aber ich merke so, wenn man das halt Let's Playt, vermisst man sowas, um darauf einzugehen. Aber ansonsten... Keine Ahnung, also ich kann mit Namen leben, aber ich kann auch ohne Namen leben. Aber dennoch wäre es meiner Meinung nach schöner, wenn die Level Namen haben würden. Ich weiß nicht, das ist viel schöner. Aber wie bereits erwähnt, ich komme auf beides klar. Wartet mal. Brauchen wir den roten Ring? Gibt es hier irgendwie einen versteckten Block? Oder kann ich den roten Ring nur mit der Propellerform erreichen? Ist hier vielleicht ein Propellerpilz? Nee. Was ist hier drin? Mist, ich hab's nicht hingekriegt. Münze. Block. Irgendwas ist hier los, Leute. Ich check hier gerade gar nichts. Hä, was gibt es denn da? Aber ich brauche unbedingt den Propellerpilz, glaube ich. Ich meine wegen dem roten Ring. Wartet mal, vielleicht befindet sich ja hier in den Blöcken etwas. Oh nee, ey, wir haben die ersten beiden Sternmünzen. Ich möchte jetzt nicht die dritte Sternmünze verpassen. Komm schon, Block. Sei da... Ich hoffe, da ist jetzt etwas drin. Sei da was da drin, wollte ich sagen, aber der Satz ergibt sogar keinen Sinn. Ich hoffe, da ist etwas drin, genau. Drsch. Wobei, war das klug? Es gibt keine Power-Ups oder wie? Ich begreife das nicht.
Das gibt's doch nicht. La 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 la. La la, was ist denn da oben? Münzen. Ich muss einmal hier auf den Block. Und ich habe zum ersten Mal verloren. Mist. Naja, eigentlich ist das nicht so schlimm. Ich nehme direkt den Propellerpilz mit. Dann kann ich mir den Level schön in Ruhe anschauen. Ich meine, ich bin mit den Gedanken die ganze Zeit an den beiden Stellen, die ich mit dem Propellerpilz hätte erreichen können. Also einmal her mit dem roten Ring. Da, die roten Münzen nehme ich mal auf Spaß mit. Kriege ich das noch hin? Jawohl, ich habe es hingekriegt. Und ein One-Up-Pilz. Ja, sehr schön, das von eben wieder gut machen. So, Koopa, was geht? Und ihr Blöcke. Ihr juckt mich nicht mehr, denn ich habe hier die Propellerform. Ach was. Hier ist ja nichts. Oh, ich dachte, ich falle jetzt da wieder rein. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon wieder die Propellerform verloren. Und wie erreiche ich jetzt diese Stelle? Ey, verdammt, jetzt bin ich winzig. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, da ist nichts Verstecktes. Und ich hoffe, dass da die dritte Sternmünze nicht ist. Oh, hier ist sie. Ich habe sie nicht bekommen. Och nee, das gibt's nicht. Oh, aber Koopa sollte eigentlich wieder zurückkommen. Ich meine, ich habe ihn ja nicht komplett besiegt. Oh, das ist halt die Hürde hier in diesem Pilzlevel. Unter uns befindet sich kein Boden, aber Plattformen, oder besser gesagt quadratische Plattformen, die sich die ganze Zeit drehen. Wenn man nicht springt, hat man hier Probleme und ich habe die dritte Sternmünze. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Spin, spin. Sehr gut. Nochmal spin, spin. Aufpassen, aufpassen. La 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 la. Ich hole mir jetzt den One-Up. Ich hoffe. Oh, nee, doch nicht. Aber ich hätte mir den gerne geholt. Das Ding ist, ich war eben gerade ein wenig zu... Ja, ich will nicht zaghaft sagen, aber... Etwas zu übervorsichtig. Ich wollte jetzt nicht da runterfallen, ey. Und schon wieder failen. Eigentlich wollte ich so lange aushalten wie möglich, ohne es zu failen, aber... Tada! Da ist der Fail. So, Leute. Normalerweise könnten wir jetzt von hier aus... Ja, den Schlosslevel wahrnehmen. Aber das tun wir nicht. Warum? Wir spielen das Spiel zu 100%. Den ersten Level würde ich auch nochmal sehr gerne wahrnehmen, denn dort gibt es etwas, was ich... vergessen habe, euch zu zeigen. Hinter der Tür gibt es Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Das liegt aber daran, weil ich mit der zweiten Sternmünze im ersten Part beschäftigt war, im ersten Level. Vielleicht werde ich euch das am Ende in diesem Part zeigen, je nachdem, wie lange ich jetzt brauchen werde. Ja, das Prinzip kennen wir schon bereits. Auf einmal ist hier was Schlechtes. Nee, ein Pilz, okay. Feuerblume. Ich glaube, ich bleibe erstmal in der Mitte, aber ich habe das Gefühl, dass ich es bereuen könnte. Sehr schön, zwei Feuerblumen. Ein Stern. Ich hoffe, kein Bowser. Propellerpilz. Kein Bowser. Stern, oh yeah, Stern. Propellerpilz, bitte. Ein Pilz auch, okay. Ja, sehr schön. Oh ja. Okay, Bowser Junior. So, jetzt wird's heftig. Ach, schade. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht auf die rechte Seite gehen sollte. Na egal, wir haben immerhin... einen Pilz bekommen, eine Feuerblume, einen Propellerpilz, eine Feuerblume und einen Stern. Das habe ich doch gern. Der Level hat sich gelohnt. Du kannst auf der Karte 1 drücken, um Items zu verwenden. Den Rest kennen wir schon. Außerdem haben wir das gerade gesehen. Ja, ich denke, das hier dient nur... zur Optik. Oder nee, hat den Satz schon wieder so eklig gesagt. Ich finde, diese Röhren sind, ja, optikmäßig hier. Boah, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich den Satz sagen soll. Das passiert mir so oft in letzter Zeit. Oh nein, kennt ihr das? Ihr wollt die ganze Zeit etwas sagen. Ihr habt es irgendwie im Kopf, aber ihr könnt den Satz nicht irgendwie korrekt gestalten. Oh Mann, typisch Kanscha. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Aber so bin ich. La 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 la. New Super Mario Bros. Wii ist sowas von cool. Ach ja. Spielt ihr das Spiel überhaupt noch? Wenn ja, gibt es irgendwelche Kriterien, auf die ihr achtet? Oder spielt ihr nach gewissen Maßstäben ein auf nur in der kleinen Form? Oder Speedrun-mäßig? Oder ich benutze nur den Pilz? Oh, hier ist ja eine Ranke.
Oh yeah, gut, dass ich das einmal überprüft habe. Oh, nice. Ich wünsche mir den Propellerpilz. Bitte. Ein Stern. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab geht die Post in der Sternform. Wo sind die Enemies? Und da ist die zweite Sternmünze. Die nehme ich ohne Probleme. Oh nein, fall da nicht rein. Ich glaube, ich werde nochmal zurücklaufen. Nicht, dass ich etwas übersehen habe. Wow. Oh, das dauert aber, ne? Bis man auf die andere Seite kommt. Kann man hier rein in das Rohr? Nein. Okay, dann geht's weiter im Text. Mit den beiden Münzen. Kann man hier rein? Ich meine, hier? Nee. Oh yeah. Aufpassen vor der Piranha-Pflanze. Okay, so. Ah, hier wird's ein bisschen dangerous. Hier müssen wir einmal rein. Oh, ich dachte, ich falle da runter. Oh nein, oh nein. Und da ist die dritte Sternmünze. Aufpassen, Leute, da kommen Gumbas raus. Oh, ich bin gut gerutscht, aber das war ziemlich gefährlich. Das war ziemlich gefährlich. Und wir können wieder den Abgang machen, denn wir haben die dritte Sternmünze. Kein Problem. Absolut kein Problem. Was haben wir hier? Oh, eine Feuerblume. Hey, bleib mal hier. Bleib mal hier, habe ich gesagt. Nein, Mario. Nein, ich habe doch die Feuerbälle abgeschossen, damit ich Koopa treffe. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, pass mal auf, ja? Ey, jetzt kommen drei Gumbas. Jetzt kommt noch ein Gumba. Ich möchte nur wissen... Ey, jetzt kommt noch ein Gumba. Ich will nur wissen, was sich in diesem Block befindet. MP-Schalter? Wieso sind hier blaue Münzen? Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Kann man da runter? Ich trau mich gerade nicht. Aber ich würde sehr gerne wissen, was sich da in dem Block befindet. Weil dieser Block ist nicht zu einer Münze geworden. Das ist immer so gefährlich, wenn sie auf einmal anfangen zu tanzen. Weil man rechnet ja nicht damit, dass sie auf einmal anfangen zu tanzen. Und wenn sie dann stehen bleiben, ja, dann ist auf jeden Fall eine Berührungsgefahr da. Was wiederum nicht so gut ist für Mario. Oh, bisschen höher. Ein bisschen höher. So, komm her, Koopa. Nein! Mist, kommst du wieder? Ne, diesmal ist er weg. Aber er sollte gleich wieder kommen. Oh, haben wir noch Zeit? Ja, ne? Nein, Koopa, nicht da runter. Oh, ich bin gerettet. Ich habe ihn gesaved. Lalalala, so sieht das aus. So, jetzt vielleicht? Oh, ich habe mich fast selbst getroffen. Ach, hier war ein One-Up-Pilz. Ja, warum nicht? Oh nein, die Münzen hätte ich gerne eingesammelt. Oh yeah! Habt ihr das gehört? Zweimal hintereinander. Okay, dann können wir uns jetzt den Schlosslevel anschauen. Der wird nicht so easy. Alleine schon, ich kann mich daran erinnern, dass die erste Sternmünze war, das echt heftig versteckt ist. Aber wirklich echt heftig, Leute. It's a go time. Okay, so. Diese Zahnräder. Das Schöne an diesen Zahnrädern ist, dass sie sich langsam bewegen. Also hat man auf jeden Fall genug Zeit, nachzudenken und richtig zu handeln. Oh, pass auf! Oh Mann, ich hab gesagt, pass auf. Warum machst du das? Wovor hast du Angst? M-A-R-I. Oh, 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 Mario. Gibt es hier oben etwas? Ach, hier sind Münzen. Und was ist da auf der linken Seite? Komm ich da hoch überhaupt? Hallo? Ansprung, okay. Gut, dann machen wir von hier aus weiter. Hier sind ja Money. Hier ist ja Money, hier sind ja Münzen. Und hier ist die erste Sternmünze. Sorry, Leute, die zweite Sternmünze ist dreist versteckt. Konnte mich doch nicht so gut daran erinnern. Ja. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Nö, ich habe nichts gefunden. Aber dafür 8 Münzen. Oh, da ist ein Fragezeichenblock. Hier könnte ein Power-Up sein. Aber jetzt wollte ich nachschlagen, wie man diese Kollegen richtig nennt. Trockenknochen oder Knochentrocken? Ich verplane das immer wieder. So, und das Rohr? Ja, bringt nichts. Das Rohr braucht ihr nicht zu erreichen, weil das ist ein Ausgangsrohr. Oh, lass dich auch nicht zerquetschen jetzt, ne? Ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe ein Problem. Und dieses Problem muss ich einsehen, ja. Schaut mal, was passiert.
Hier gibt es einen versteckten Bereich. Oh yeah, und ein Propellerpilz. Mann, dieser Beat ist so sick. Und was haben wir hier? Ah, ich kann hier nicht stampfen. Ein One-Up-Pilz. Und was haben wir hier? Eine Münze. Nein, runter, Mario. Nochmal, bitte. Mario, ja. Sehr schön, her mit dem One-Up-Pilz. Und diese Münzen nehmen wir auch nochmal mit. Ich meine, wir wissen ja jeden Cent zu schätzen. Oh yeah, und dafür gibt es nochmal als Belohnung einen eine Belohnung, und zwar einen One-Up-Pilz. So, weiter geht's, Leute. Ach so, hier war gar nicht die zweite Sternmünze. Ich dachte, die zweite Sternmünze ist hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gerade etwas durcheinander bringe. Ja, sorry, 2009 und so. Keine Ausreden hier, Kanscha, keine Ausreden. Hä? Hä, kann man hier zweimal rein? Wartet mal, kommt da jetzt wieder One-Up-Pilz oder ist das derselbe Raum? Das sollte derselbe Raum sein. Ja, okay. Aber voll heftig, hier kann man ja die ganze Zeit Münzen farmen. War nicht so viele, aber okay. Hä, aber ich verstehe das nicht. Man kann den Bereich... Pass auf. Also den versteckten Bereich kann man, so wie es aussieht, aus... man kann diesen versteckten Bereich durch zwei verschiedene Wege erreichen. Sorry, Leute, heute bin ich sprachlich gar nicht fit. Woran liegt das wohl? Ach ja, viel zu tun. Krankenversicherung, Finanzamt, Bank. Überall kommen Briefe und sagen so und so und so. Ah, ja, okay. Und wie soll ich das anstellen? Das musst du selber herausfinden. Oh, okay, danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Ja, okay, gut. Die Münzen würde ich gerne einsammeln, ne? Wo wir schon mal über Krankenversicherungen und über das Finanzamt gesprochen haben. Aber gut, solche Sachen gehören zum Leben dazu. Hey, Steinblock, pass mal auf, ich habe mit dir nichts zu tun, ja? Komm her, komm her. Sehr nice, nicey, nicey. Haben wir den One-Up-Pilz? Ey, ich will den One-Up-Pilz. Nein. Das gibt's nicht. Meine Belohnung ist futsch. Pass auf. Aber ich finde das ein bisschen ungewohnt, dass man hier... Ey, ach nee. Ich habe die Wiimote schlecht und falsch bewegt. Wie jetzt? Kann ich von der Form nicht profitieren, wenn ich gerade dabei bin, runterzufallen? Weil ich bin ja runtergefallen, ohne zu springen. Mist. Dachte, ich kann noch fliegen. Entweder habe ich die Wiimote sehr schlecht bewegt oder es funktioniert einfach nicht. Ja gut, dann muss ich das nochmal versuchen. Die zweite Sternmünze müssen wir uns nochmal holen. Ätzend. Ich glaube, die zweite Welt schauen wir uns doch im nächsten Part an. Genau, worüber ich gerade reden wollte. In Super Mario Maker kann man ja hier auf den Steinblöcken spinnen. Ja, ich meine, man kann ja auf ihnen Drehsprünge ausüben und sich von links nach rechts springen lassen oder von oben nach unten oder andersrum. Aber hier geht das nicht. Nicht, dass ich, wenn ich mal zu Super Mario World wieder ein Let's Play machen sollte, auf einmal mich wundere, hä, wieso kann ich hier nicht spinnen, ey? Wieso funktioniert der Drehsprung nicht? Was ist denn hier los? Ja, mit der Münze. Muss das von eben wieder gut machen. Mann, ich hatte 40 Versuche, jetzt habe ich nur noch 39 Leben. Das ist so gemein. Ach, 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 okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist ja ein One-Up-Pilz. Geil. Ich habe wieder 40 Versuche. Runter mit dir. Ich frage mich gerade, ob da oben rechts etwas war. Ja, ja, ich krieg die rote Münze noch. Und eine Feuerblume. So, diesmal passe ich auf. Weg mit dir, weg, 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 weg. Habt ihr gesehen, wie hoch der Feuerball gesprungen ist? Weg, 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 weg. Ich frage mich gerade, warum diese Blöcke hier sind. Wollen die Entwickler mir sagen, wenn du da gestanden hättest, dann hätte der Steinblock, beziehungsweise der riesige Steinblock, genau das aus dir gemacht. Gibt es da oben noch irgendetwas Verstecktes, wollen wir das überprüfen? Ich würde das schon gerne um ehrlich sein überprüfen. Oh, ich bin noch gesprungen, Kollege. Was ist denn hier los? Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts, Leute. Okay. Hätte ja sein können, muss aber nicht sein. Aber ich finde das schon heftig, dass man so einen versteckten Bereich direkt am Anfang findet.
Oh, da ist ein Rohr. Da schnuppern wir mal rein. Oh, ey, ich dachte, ich falle da jetzt in die Lava rein, Leute. Das wäre zu viel. Ein P-Schalter und da ist tatsächlich die dritte Sternmünze. Easy going, easy going, easy going und... Kann ich die Münze noch mitnehmen? Nee, das wird schon gefährlich mit dem Propellerpilz. Also in der Propellerform hätte ich das eher hingekriegt. Okay, da wir jetzt die dritte Sternmünze haben, sollte doch hier demnächst eins... genau. Sollte sich doch demnächst hier die große Tür befinden. Um Larry zu bekämpfen. Nice. Hier war diesmal ein verstecktes Power-Up. Normalerweise sind die ja immer entweder hier oder hier. Okay, ist hier nichts? Ach was, diesmal haben die das so versteckt. Finde ich cool. Ist ja geil. Das finde ich cool. Ohne Witz, das gefällt mir. Nicht so eine Standardsache. Okay, Leute, jetzt geht's los. Dieser Kampf wird entscheiden, ob wir mit der ersten Welt abschließen können und die zweite Welt betreten können. Bowsers Icon kann man auf jeden Fall schon mal an den Wänden sehen. Yo, Larry, was geht? Ich mach kurz einen Prozess aus dir. Mit dir. Oh yeah, schön viele Farben. Oh yeah, Regenbogen! Ich liebe das. Okay, ich werde aber hier des Öfteren auch versuchen, auf den Kopf von Larry zu springen. Weil hier in so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, Arena ist das viel besser und eher angebracht. Ey, Mann! Pass auf, Mario! Nein! Spring auf seinen Kopf und abhauen. Wir müssen ihn jetzt noch einmal treffen. Wir haben einen Vorteil, wir sind in der Superform. Komm raus! Jawohl, das war's. Ja, mit dem Schlüssel. Juhu. So schaut's aus, liebe Leute. Prinzessin Peach, wir sind bald da. Aller spätestens ab dem 20. Part. Denke ich. Yo, oh, Bowser Junior. Nee, Bertie, Mann. Ich hab Prinzessin Peach immer noch. Mario, Hilfe. Was soll ich machen? Sei mutig, ich bin auf dem Weg. Ach, da ist ja noch Gumba. Sorry, Gumba, ich kümmere mich schnell um dich. Ja, versprochen. Du hast alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Yeah, Leute, 100%. Das ist es. Genau das. Ah, die zweite Welt ist eine Wüste. Da muss ich original an Super Mario Bros. 3 denken. Denn in dem Spiel war das genauso. Abgespeichert, okidoki. Ich möchte gerne in die erste Welt zurück. Ich komme aber da nicht hin. Ich bräuchte ein Rohr. Und da hinten ist ein Rohr. Okay, gut. Ich bin gerade am überlegen. Oh, wie hoch die Stimme war. Sorry, ich werde das auch nicht rausschneiden. Ich blamier mich dann. War meine Schuld. Okidoki, Leute. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt das Spiel abgespeichert. Eigentlich wollte ich noch gerne am Ende des Parts mit euch gemeinsam im ersten Level, in der ersten Welt, mir etwas anschauen. Aber das werde ich dann ein anderes Mal machen. Ja. Toads wurden auch irgendwie nicht in Fragezeichenblöcke gesteckt, weshalb wir sie jetzt unbedingt aufsuchen und retten müssen. Wir werden irgendwie in den nächsten Parts schon eine Möglichkeit herausfinden, in die erste Welt wieder zurückzukehren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten macht es gut und tschüssi.